Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Paradiesbox von RDK. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Paradies von RDK, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier eine schwarze Box. Auf der Vorderseite haben wir den Interpreten abgebildet hier, RDK, von vorne fotografiert, hier mit einer schwarzen Kappe, schwarzen Jacke und schwarzem Shirt. Paradies lesen wir hier unten und dann haben wir hier so ein Logo, so ein Ornament mehr oder weniger mit E-R-D-E-K-A, hier der Künstlername eingearbeitet. Dann haben wir darunter noch ein Unendlichkeitszeichen, ein Auge, ein Kelch, also das Ganze erinnert so ein bisschen an die Kirche. Hier unten ist das Ganze in schwarz gehalten und in so einer Fleckenoptik, oben ebenso. Rechts lesen wir Paradies, links ebenfalls. Das Ganze ist dann ein Pappschuber, den wir hier abnehmen können. Jawohl. Und dann kommen wir zur eigentlichen Box. Von vorne sieht sie ident aus. Hier lesen wir auch wieder Paradies. Okay, das Ganze ist dann so eine Klappbox. Jawohl. Und hier kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Poster. Dann haben wir einen Turnbeutel mit dabei. 1, 2, 3 Sticker sowie natürlich das Album an sich. Hier lesen wir dann noch Keine Liebe Records Berlin. RDK war ja damals bei Keine Liebe unter Vertrag. Und dann haben wir hier noch die vorgesehene Form, in der sich das Album befunden hat. Also am Boden so eine kleine Auslassung, wo man das Album unterbringen konnte. Nachdem hier nichts mehr in Folie ist, werden wir gleich mit dem Album starten. So, also wie zu erwarten, auch hier das Album in schwarz gehalten. Hier ein schwarz-weiß Foto wieder von RDK, ident wie auf dem Boxcover. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Es ist das erste Album, das erste Soloalbum von RDK, sein Debütalbum aus dem Jahr 2014. Hier lesen wir auch wieder RDK Paradies. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Hier ist kein einziges Feature vermerkt. Und dann haben wir hier die Credits und links unten einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir mal einen Blick ins Booklet, das echt ziemlich stark ist, also es geht kaum raus. Was haben wir hier? Hier haben wir einmal die Credits zum gesamten Album, also wo wird das Ganze produziert, gemixt, gemastert etc. Okay, dann haben wir hier wieder dieses Logo und das Booklet ist gar nicht so dick, aber die Seiten an sich sind recht dick, also es ist echt so ein Kartonbooklet, so sehr starkes Papier. Und das kennt man ja von Keiner Liebe, speziell Prinz Pi verwendet ja auch immer sehr dicke Booklets. Was haben wir hier? Okay, Zitate zu einzelnen Tracks. Also hier zum Beispiel aus dem Track Stroboskop. Hier lesen wir: Wir sind frei, Flieger im Wind, bis das letzte Häufchen Liebe im Tequila versinkt. Ja, sehr schöne Zitate, das Meer und ich. Okay, es dürfte sich jetzt hier so durchziehen, bedeutet, auf jedem Track hat RDK so seine Lieblingszeile rausgesucht und die hier mit uns geteilt. Dann haben wir hier eine Doppelseite mit einer Statue, weitere Lieblingszeilen und natürlich auch weitere Aufnahmen von RDK. Sehr schön. Aber auch sehr düster das Booklet, wobei hier die letzte Seite, die ist etwas fröhlicher. Hier haben wir so diverse Fotos in Polaroid-Optik und dann lesen wir hier noch Credits. Ja, das ist dann hier eine Danksagung. Gut. Auch hier wieder Keine Liebe Records zu lesen.
So, dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder der Interpret abgebildet. Rückseite schwarz. Okay. Sticker haben wir, wie gesagt, drei mit dabei. Einmal diesen hier quadratisch. RWK Logo Sticker in schwarz und weiß. Dann einmal im Querformat in der Mitte auch wieder das Logo. Und dann lesen wir hier wieder Paradies. Und dann haben wir hier noch diesen hier. Eyes Low, das ist ja die Gang von RDK. Also hier lesen wir EYSLW, die Abkürzung für Eyes Low. Und das Ganze ist hier dann auch wieder in so einem Ornament. Ja, und speziell wenn man das hier dreht in der Kamera und sich auf die Mitte konzentriert, dann wird einem ganz schön schwindlig. Heftiger Sticker. Kreisrund. Dann mit dabei ein Poster. Und ich sehe schon, ja, wir haben dieses Poster hier unterschrieben. Hier unten rechts haben wir ERR mit einem Strich darunter, also mit weißem Marker hier, unterschrieben vom Interpreten. Dieser ist hier mit dem Kopf zwischen Gestrüpp, zwischen Erde und Holz. Ein sehr interessantes Motiv. Hier haben wir das Erdeka-Logo. Darüber lesen wir Willkommen im Paradies. Ist vom Format her A3 müsste das sein, im Hochformat. Hochglanzoptik. Es hat etwas gelitten, ihr seht selber, wenn man sich nochmal die Box hernimmt. Die ist dann ja eher klein, bedeutet man hat es hier relativ häufig falten müssen, was man hier auch an den Faltlinien sieht. Allerdings ist es von der Qualität her, muss ich sagen, echt stabil, das Poster. Also es ist sehr dick und wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig verarbeitet und auch der Druck und dieser Hochglanz hier kann sich echt sehen lassen. Gut, Rückseite blank-weiß, also wie gesagt, einseitig bedruckt das Ganze. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann, wie so oft, einen Turnbeutel mit dabei. Dieser, wie sollte es anders sein, in schwarz und weiß, auch hier wieder das RDK-Logo mit drauf. Wir haben hier links und rechts jeweils eine schwarze Schnur eingefädelt, mit der man das Ganze dann tragen kann. Hier unten dann noch einmal verstärkt die Ecken, hier zusätzlich vernäht und das Ganze steckt dann auch hier in einer Metallöse, damit das hier nicht ausfranst. Auf der Oberseite haben wir dann natürlich hier einen Zug vernäht, um das Ganze dann hier entsprechend so zuzuziehen. So, wir haben es bei diesem Beutel, bei diesem Turn, bei diesem Gymbag zu tun mit einem Produkt der Firma Backbase. Was lesen wir hier? Backbase.com, okay. Und jetzt schauen wir nochmal kurz rein, ob wir hier irgendwie einen Zettel vorfinden. Nein, das sieht nicht so aus. Also, ah doch. Fast schon zu früh aufgegeben. Hier lesen wir Backbase BG10 und das Ganze ist, wo haben wir es? Hier 100% Polyester und Beachfield Brands United Kingdom. Alles klar. Also, United Kingdom. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Gymbag, dieser Turnbeutel in schwarz und weiß. Dann die Sticker, drei an der Zahl, einer kreisrund, einer quadratisch und einer rechteckig. Dieses Poster hier, einseitig bedruckt im Format A3, Hochformat und wie gesagt unterschrieben von RDK. Und natürlich das Album an sich, Paradies, das Debütalbum von RDK mit insgesamt 12 Tracks im Jewelcase. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box
Paradies von RDK. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr RDK unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.